Liebe Freundinnen und Freunde, liebe Kollegen und Kollegen, wir möchten euch im Namen des Deutschen Gewerkschaftsbunds herzlich grüßen und wünschen einen erfolgreichen Abend. Leider ist es immer noch nötig, dass wir gegen Rassismus, Antisemitismus und andere rechte Hetze demonstrieren müssen. Die Ereignisse der letzten Monate haben uns deutlich vor Augen geführt, dass eine starke und wehrhafte Zivilgesellschaft notwendig ist, um der zunehmenden Einschüchterung von rechts zu begegnen. Gerade hier in Nordhessen haben wir schmerzhaft erlebt, wie falsch die liegen, die glauben, rechte Drohungen nicht ernst zu nehmen oder verharmlosen zu können. Der Mord an Walter Lübcke im Frühjahr, die Mordserie des NSU, die mit Halit Yozgat in Kassel ihr 9. und letztes Todesopfer fand, die vielen Anschläge, die Drohungen gegen Menschen, die sich gegen Recht stellen und die Verbindungen zu neonazistischen Netzwerken wie Combat 18 zeigen, wie nah uns rechter Terror in Nordhessen ist. Daher ist es umso notwendiger, dass wir wie heute gemeinsam Haltung zeigen. Ob auf der Straße, im Parlament oder im Betrieb. Es liegt an uns klarzumachen, dass rechte Hetze keinen Platz hat. Antifaschismus ist und bleibt notwendig. Unsere Solidarität mit allen Betroffenen rechter Gewalt und Hetze. Gemeinsam gegen soziale Spaltung und für eine solidarische Gesellschaft.